Silver Dollar. Oh nein. Ja. Herzlich willkommen bei einem weiteren Spiel von Silver Dollar. I want it. Ich will es. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Zusammenhang das steht. Ich hoffe, es ist was Harmloses, wenn ich das Bild hier sehe. Ich will es, wäre jetzt irgendwie unpassend. Auf jeden Fall im Hintergrund von I Wanted sehe ich gerade ganz viele Süßigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, ehrlich gesagt. Aber schon die Musik ist... Es handelt sich wieder um ein einwandfreies Qualitätsprodukt. So, das hört sich an wie so eine komische 80er-Jahres-Sitcom. Ich drücke mal auf Start und wir lassen uns mal überraschen. Um Gottes Willen, das arme Kind, was haben die mit seinen Haaren gemacht? Da würde ich aber auch heulen. So, ich drück mal Start. Play! Ja, see all our games? Nein. Play! Wett. Beginner Level 1, was? Ich sehe eine Frau, ich sehe einen Bub und ich sehe den Button A. Ich drücke mal auf A. Wir sind der Bub und wir müssen quengeln. Ach du Scheiße. Wir sind der Bub. Wir müssen quengeln. Und das ist das Spiel. Wir drücken auf A. Und wenn ich den Hintergrund sehe, möchte ich... Boah, nee, möchte ich nicht. Da krieg ich schon Diabetes, wenn ich das nur sehe im Hintergrund. Ja, ich nehme die Mutti. Die nehme ich. Cookies. Was? Cookies? Guckident oder was? Vollmilch. Wie die Mutter ihr Kind anschreit. I want daddy at the moon. Yeah, honey, now. Alter, was ist das denn wieder für ein beschissenes Spiel? Ma. Ja, hier kriegen wir jetzt nochmal was? Please. Okay, I'll give you some candy. Please just shut up already. Ah, you win! Good things come to those who beg. Ah, gute Dinge passieren denen, die betteln. Das ist natürlich, das ist ein gutes Spiel für Kindererziehung. Man muss nur laut genug quengeln und schon kriegt man alles. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch in irgendwie so ein Playstation oder Xbox-Laden. Oder neue Fernseher oder irgendwas. Mutti hat sich umgezogen, wir tragen immer noch die gleiche Scheiße. Für das Kind ist nur so ein altes C&A-Hemd übrig. Und die Mutti kauft sich ganz tolle neue Mode. Und wir sind wieder im nächsten Süßigkeiten-Laden. Und ich frage mich, warum wir immer in Süßigkeiten-Laden stehen. Baby. Voll die Störgeräusche beim Kind. No! Mother! Mutti, 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 kriege ich, kriege ich, kriege ich, kriege ich, Mutti, 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 Mama, 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 Mama! Oh, ist das ein... Beginner-Level 2. Mama! Ich drücke jetzt die ganze Zeit nur auf A. Ich drücke nur noch auf A. Alter, ist das furchtbar. Ich kann auch nur auf A. Kann ich nichts anderes machen? So, you win! Mama! Sie hat sich wieder umgezogen. Wir haben wieder... Ich weiß gar nicht, wir haben ein rosa Hemd an. Was ist das denn für eine Mutter? Und das Ding im Hintergrund kommt mir bekannt vor mit den Rohren. Ich glaube, das habe ich mal als Foto auf Facebook gepostet, sowas ähnliches. Diät läuft gut, war der Titel. Ich will Schweinshaxe und Koteletts und Schnitzel und Klöße und Pommes und Pizza mit Sucuk und Mais und Salami und Schinken und Champignons und natürlich noch 4 Jahreszeiten, 5 Jahreszeiten, 6 Jahreszeiten, ist mir ganz egal. On the planet. Was? Mommy, listen to me. Mommy, listen to me. Mommy, don't leave. Alter, muss ich jetzt immer A drücken. I want a sucker now. What? Carry now the moon. Carry now the moon. Go on the planet. Please. Mother, Mama, I want
daddy at the moon. Come on. Mother. Mommy, down here. Fine, you can have some candy. Ah, endlich. Intermediate, Level 1. Wir sind wieder im ersten Laden, wieder mit der ersten Mutti. Das ist das Spiel? Ernsthaft? Das war's? Jetzt kommen wir nur durch die beschissenen Läden und müssen unsere schlanke Mutti fragen, dass wir die ganze Zeit nur Süßigkeiten fressen, damit wir irgendwann so ein adipöses, mega fettes Kind werden, das dann einfach auf seinem eigenen Wheelchair in die Schule rollt, weil es einfach zu fett geworden ist. Und es geht nur darum, die zu quengeln. Boah, ich habe gar keine Lust mehr eigentlich, das zu spielen. Ich drücke jetzt die ganze Zeit nur noch auf A und rede einfach die ganze Zeit nur dazu. Und das Spiel ist mir eigentlich inzwischen auch ganz kackegal. Weil es wirklich so billig gemacht ist, dass im Hintergrund ein Süßigkeitenladen ist. Die sind da irgendwie drüber gelegt mit dem Button A, der immer bei Silver Dollar Games so aussieht. Der gleiche Button. Mommy, may I have candy? Dummes Kackblach, Alter. Die sollte dem eigentlich mal eine langen. Das ist ätzend. Boah, die arme Mutter, die muss so viel Geduld haben. Ja, vor allen Dingen, aber sie fragt ja schon zum dritten Mal und er sagt es ja die ganze Zeit. Die hört ihm gar nicht zu. Was ist das für eine Rabenmutter? Die ist so gemein, die geht immer in Süßigkeitenladen, stellt sich da mit ihrem Sohn hin, zeigt ihm ganze Süßigkeiten und er kriegt einfach nichts. Und sie fragt die ganze Zeit, ja, was willst du denn hier, was willst du denn? Da würde ich auch direkt das Jugendamt anrufen, wenn ich der Ladenbesitzer wäre. Hat er gerade Butter gesagt? Candy und Butter? Butter? Mama, listen to me. Please go on the planet. Alter, mein Finger. Also, so ein Training Marke Frauenglück. Kriegst auf jeden Fall Fingermuskeln. So richtig ordentlich. So ein Sylvester Stallone-Finger kriegst du dann. Also nicht die Muskeln, der guckt einfach nur so tranig. So. Jetzt geht mir nur die scheiß Candy! Intermediate, wir sind immer noch Level 1! Level 1! Willst du mich verarschen? Ich will das durchspielen, das werden wir niemals durchkriegen. Was kann ich jetzt in der Zwischenzeit mal machen? Können wir was trinken, können wir was lesen. Die Mutter antwortet uns ja eh nicht, voll die Rabenmutter. Die redet gar nicht mit ihrem Kind. Ach was. Oh, Alter, Mann, ich will nicht. Jessica, wo bist du? Das ist wahrscheinlich Jessica mit ihrem Kind. Ich glaube, das ist Jessica mit ihrem Kind. Die hat irgendwie 10 Leuten ihre komische... Hat die gerade ihrem Kind gesagt, halt's Maul? Voll die gute Mutter. Ich wünsche, ich hätte Dauerfeuer am Gamepad. Ich guck mal ganz kurz, was kann ich denn jetzt mal... Kann ich irgendwas machen? Nee, ich kann gar nichts machen. Lalalalalala. Ich könnte mir den Spaß erlauben, mal was ausprobieren. Huch! Oh, was ist denn hier los? Ja, ich habe mein Aufnahmesetup geändert, deswegen kann ich ab und zu mal hier reingucken. Das Doofe ist nur, dass die Webcam jetzt natürlich über dem Intermediate, da ist ein ganz wichtiger Bildausschnitt, ganz wichtiger, weil hier steht, nee, da steht nämlich das Intermediat und das ist wichtig, dass man das sieht. Es ist ein bisschen dunkel hier gerade, ne, aber das liegt natürlich daran, dass mir die eine Lampe ausgefallen ist von der Webcam, immer noch, und deswegen ist es gerade im Hintergrund ein bisschen dunkel, aber man sieht ja trotzdem alles und ich hänge hier gerade die ganze Zeit nur so rum. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, zu gucken, ob das Ader leuchtet oder nicht. Und deswegen drücke ich hier die ganze Zeit. Jetzt friss doch endlich dein scheiß Candy! Dein Candy, dein scheiß Candy! Ich hasse dich, so Kackbalk! Habe ich ja selber nicht Candy rumfliegen? Nee. Ich habe hier immer noch das rumliegen. Aber ich habe jetzt Knopf. Das ist ein Knopf. Da kommt an die Hose, das ist ein Knopf. Das ist nichts anderes. Das ist kein Product Placement. Das ist einfach nur ein Knopf. Jede Hose braucht einen Knopf. Ich habe leider auch nichts hier, was ich jetzt vorlesen kann. Mama!
Oh, so ein Kackbalg und so eine sture Mutter auch. Mein Finger. Jetzt mache ich es mit dem Mittelfinger. Warte, das hört sich im Nachhinein sehr falsch an. Ich habe den Zeigefinger gerade, gönne ich ein bisschen Ruhe. Kennt er ja. So. Ich brauche euch Dauerfeuer oder sowas, aber dann habe ich es natürlich nicht. Nein. Warum sagt die Mutter nicht mal nein? Die steht die ganze Zeit da und sagt nichts. Was? I wanna suck it now? Gestörtes Kind. Hab gerade die Hand gewechselt. Aber mit links bin ich nicht so in Übung. Was? So. Hört man das im Hintergrund eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob der Kompressor das rausballert, wenn ich hier die ganze Zeit rumtippe. Fucker. Fuck her oder fucker? Ich weiß es gar nicht, was der Kleine sagt. Das Kind. Alter, das Spiel, das macht mich wahnsinnig. Ich kann auch nur A drücken, ich kann nichts anderes machen. Warum programmiert man sowas? Und warum kauft man sich sowas für einen Dollar? Das ist nicht mal ein Dollar wert, das ist einfach nur... Es macht mich fertig! Du bist die Gegöre! Das ist mein Lieblingsspiel. Alter, ich habe gerade eben erst dieses komische 3D... Ich sag's mal, dieses 3D-Tittenspiel da gespielt. Wahrscheinlich haue ich das Spiel hier vorher raus, deswegen fragt man sich jetzt, welches 3D-Tittenspiel? Dieses furchtbare, komische 3D-Spiel da. Das ich aus den Kommentaren gelesen habe. Und dann als nächstes habe ich mir das hier geschnappt und ich weiß jetzt nicht genau... Ich habe da schon geheult, also weil es so scheiße war. Und jetzt hier, Alter, das ist ja nochmal völlig übertrieben. Cassie. Promise to shut the hell up. Yeah. Oh Gott. Mama! I wanna cry. Mom, please. Alter, die gibt also 100 pro. Das Ziel des Spiels ist es doch, vom Jugendamt abgeholt zu werden oder zur Adoption freigegeben zu werden. Das muss doch. Oh, vom Rauchen ist das Kind schon ganz heiser. Oh, Alter, so ein komisches, so ein... Shut up. Do you know how annoying you are? What do you want? Candy. Das habe ich doch schon 30 Mal gesagt. Ich weiß gar nicht, warum die mir nicht zuhört. Ich probiere es nochmal so. Mann, ich habe hier auch gar nichts, was... Oh. Käme es ja an. So. Das ist Intermediate Level, wenn da jetzt noch ein Hard Level kommt. Wir müssen da eigentlich theoretisch durch, aber ich will das ehrlich gesagt gar nicht. Und ihr habt den Vorteil, natürlich bei YouTube könnt ihr vorspulen. Und ich sitze hier, muss mir diese Scheiße antun.
love of sanity, what the hell do you want? Das sag ich doch die ganze Zeit. Brief, brief. Mommy. Sucker, please. Mommy. Ma. Ma. Baby, please. Mommy. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Do you know how annoying you are? What do you want? Mama. Candy. Wir sagen doch die ganze Zeit, was wir wollen. Kelly! Ah. Kelly, I cry! Mama! I get it! Mother! I go bitte! Bitte! Won't you ever shut up? What do you want? What? Butter! Ich will Butter! Ich will Halbfettmargarine! Los, gib mir Halbfettmargarine! Halbfettmargarine! Geile Halbfettmargarine! Oh, geil! Damit will ich mich einreiben und im Sandkasten herumrollen, damit ich aussehe wie ein Sandwurm aus Dune, der Wüstenplanet! Oh, oh, toll! Oh, Alter, ist die furchtbar! Ist die furchtbar! Nein! Ich sag doch Candy! Ich will Candy für Süßigkeiten! Ich will leckere Süßigkeiten! Leckere Bollasche! Ich will Bollasche! Ich will Bonbons! Ich will Schokoriegel! Ich will Zucker! Ich will Karies! Ich will Plomben! Ich will alles! I want Candy! Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up! Do you know how annoying you are? Ja, natürlich weiß ich das! Ich versuche es nur mal zu drücken, wenn das A leuchtet. Vielleicht geht das ja besser. Hat der Tiger gesagt? Candy. Was? Oh, Candy. Oh, Candy. I got a cry. Mother. Bitte, jetzt gib ihm doch einfach was. Downstairs. What? What the hell do you want? Das sagen wir auch die ganze Zeit schon. Warum hört ihr denn nicht auf uns? Candy, please. Mother. Mother, are you there? Ich drücke jetzt auch mal aus Verzweiflung andere Tasten. Mama. Klappt nicht. Candy. What, 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 what in the butt, what in the butt. Also die Candies kommen auch irgendwas im Butt wieder raus natürlich. Meine Mutti hat früher gesagt, zu viele Süßigkeiten verkleben den Arsch. Nein. Gib ihm doch einfach Candy, Mann, ey. Ich will nicht mehr. Ich will ihm. Das sagt man zum 10. Mal. Was für eine beschissene Rabenmutter ist denn das? Dieser alte, verklemmte Schrunze. Ich frage mich, wer die Alte überhaupt klargemacht hat. Die kapiert da gar nichts, aber vielleicht ist das ihr Geheimnis. Die ist wahrscheinlich erst 13 und auf dem Schulhof gleich über den nächstbesten Sportleger gerutscht. Und dann kam diese Missgeburt da raus und dann irgendwie. Das kommt davon, wenn man während der Schwangerschaft raucht und säuft und Drogen nimmt. Blöde Kuh, Alter. Mann, ist das ätzend. Dann gib ihm noch wenigstens einen Bonbon, so einen beschissenen Schokobon. Oder sag wenigstens nein. Sag nein. Wir spielen ja gerade Let's Play anti-autoritäre Erziehung. Vor allem, wir sagen es ja die ganze Zeit. Mama, I want candy at the moon. Mama, Mama! For the love of sanity, what the hell do you want? Candy, Earth. I want God. Mommy, listen to me. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie kürzen soll. Aber ganz ehrlich, ihr könnt auf YouTube vorspulen. Ihr habt es echt gut. Ihr habt es wirklich, wirklich gut. Unser Eins muss ja gerade sitzen und sich das antun.
What? Daddy, please! Mommy! Daddy, now! Mommy, pay attention. Hello, we're talking candy. I'm going to go on the planet. Won't you ever shut up? What do you want? What? Ich probiere jetzt mal wieder das A zu drücken. Wenn nur eins leuchtet. Mommy! I want candy at the moon. I want candy at the moon. Candy. Mommy. Mama. Mommy, listen to me. Sucker, please. For the love of sanity, what the hell do you want? Manchmal redet jemand im Hintergrund, wenn das Kind spricht, dann hört man so bei der Aufnahme, dass jemand im Hintergrund spricht. I want candy. Butter. Mommy, listen to me. Go on the planet. Candy. What? What the hell do you want? Mommy, down here. Mommy. Mommy, listen to me. Listen to me now. Daddy, please! I want a sucker now. I want candy! Daddy, please! Da war wieder was im Hintergrund. Earth. What? What the hell do you want? I want cookies! Mom! I want candy! Mommy, listen to me! Mom! Mama! I'm replying. You ever shut up? What do you want? What? Ma, I want to cry. I want cookies. Mommy, listen to me. Mommy, listen to me. Listen to me now. Ma, I want candy at the moon. Ma, sucker, please. Da war wieder ein Geräusch im Hintergrund. Shut up. Do you know how annoying you are? What do you want? Candy. Ma. I want a guy. Mother. Mommy, listen to me! Ma. I want a guy. Earth. Mother. Boah, ist das ätzend. Das ist so ätzend. Ich glaube nicht, dass wir das durchspielen werden. Shut up. Do you know how annoying you are? What do you want? Mommy! Mother! Ma. Mommy! Go on the planet. I'm going to go on. Hey, pay attention. Weißt du, und die Leute sagen dann irgendwie Killerspiele, so Shooter und sowas machen aggressiv. Killerspiel ist auch so ein komisches Wort, was es überhaupt nicht gibt in Wahrheit, was von den Medien erfunden wurde. Jedenfalls, es sind nicht die Shooter, die aggressiv machen. Es sind nicht die Shooter, es sind einfach, oh, ich stehe gleich von einer Verzweiflungstat. Listen to me! Mama! Mom! What? What the hell do you want? Geht's hier überhaupt nochmal weiter in dem Level? Kommt man überhaupt weiter? Intermediate? Hat's jemand mal überhaupt weitergeschafft? Und wenn, dann ja wie? Mommy. Da kannst du nur 10 Jahre drücken und dann kommst du vielleicht irgendwann weiter. Ich halte es ja selber schon kaum aus. Will die ganze Zeit schon wieder die Schnauze halten und jetzt aber die ganze Zeit nur drücken. Weil ich aber gar keinen Bock habe, noch irgendwas zu sagen, weil der Kleine gibt mir voll auf den Sack. Und die Alte genauso. Vor allem, wenn sie so teilnahmslos daneben rumsteht. Und uns 10-mal fragt, was wir wollen, obwohl wir es schon 10.000-mal gesagt haben. Mommy, listen to me. Mother. Ma. Mommy. I'm gonna go. Listen to me. I cry. Mother. Mommy, listen to me. What? What the hell do you want? I want candy. Candy. Ich glaube, ich gebe auf. Ich schwenke die weiße Flagge, ich gebe auf, ich halte das nicht aus, ich will das nicht, ich will das nicht. Mommy, listen to me. I got a cry. Mommy. Fine, you can have some candy. Oh. Was ist denn da los? Advanced Level. Candy. Tiger. Oh,
Nein, nein, ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht. Ich würde es wirklich gerne bis zum Ende durchspielen. Ich würde gerne wissen, ob da was oder was da passiert. Wahrscheinlich kommt nur so ein Endscreen, du hast es geschafft oder irgendwas. Aber ich glaube, ich werde einmal die weiße Flagge schwenken. Habe ich eine weiße Flagge hier? Ich habe leider keine weiße Flagge hier. Ich habe ich schwenke einen weißen Zettel. Ich, nichts, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich will nicht mehr. Ich. Was steht da drauf auf dem Zettel? Fifth Floor. Ach so, ja, toll. Ich weiß schon, von was das ist. Auf jeden Fall, ich glaube, ja, das war auf jeden Fall. Ich weiß, wie heißt das? Candy irgendwas? Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie das heißt. Quit Game. Return to Keitel. Keitel. To Title Screen. I Wanted. Ja, das war auf jeden Fall I Wanted und. Boah. Die Silver Dollar Games sind wirklich immer sehr erbaulich. Ich. Boah, ist das schlecht, Alter. Das ist echt so schlecht. Ich fühle mich gerade wie das Kind da unten. Und ich weiß auch nicht, wer die. Wo nimmt denn immer die Kombi seine Schauspieler daher, frage ich mich. Ganz komisch. Naja. Sieht nicht aus wie Cassie oder Jessie. Das ist schon wieder eine neue. Heißt wahrscheinlich Messi oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, das war I Wanted. Tut mir leid, dass wir das nicht bis zum Ende gespielt haben. Aber ganz ehrlich, ich. Nee, da, Awards and Accolades. Bloody Mary sucked. That's why they're silver dollar. They weren't good enough for gold. Can't you read your own list here? No one likes you. Ah. Damn you, silver dollar games. I hate you so much. Aha. Unfortunately, silver dollar games often chose to make garbage games and afford to fund more dedicated efforts. Why do you have an awards and accolades section when you haven't won anything? Homeless was like a crappy student film. Obwohl ich es auch ganz gut fand. Screw you and your garbage games. Cassie's Animal Sounds is the worst game I've ever played. Was? Why does this company even exist? Facepalm. I'm going to do whatever I can to stop you, because evil like you must be destroyed. Schön. Anything by Silver Dollar Games should be lumped into the Void category. This is important, because they have a lot of games up there. I wish indie games had a dictator who could just fail all of Silver Dollar Games for not meeting my own personal standards. Ach ja, this list is exactly why Silver Dollar Games won't win any real awards or accolades. Silver Dollar Games hat es aber allen gezeigt inzwischen. Finde ich ganz lustig. Silver Dollar Games is just a joke. Ich glaube, man darf das aber nicht ernst nehmen. Ich glaube, man darf es wirklich nicht ernst nehmen. Und das Spiel, ganz ehrlich, es war einfach furchtbar. Ich will das nie wieder spielen. Wenn jemand von euch irgendwie das Ende kennt oder selber erspielt hat, bitte Bescheid sagen, was passiert. Wahrscheinlich guckt man jetzt irgendwo anders auf YouTube, aber ich glaube nicht, dass da noch großartig was kommt. Ich glaube fast auch nicht, dass jemand das irgendwie durchgespielt hat, weil ganz ehrlich, dann weiß man mit seiner Zeit wirklich gar nichts anzufangen. Ich hätte mich jetzt nicht hier hingesetzt und 3 Stunden lang Knöpfe gedrückt. Eine Stunde reicht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gedrückt haben. Es reicht mir auf jeden Fall. So. Das war I Wanted. Und ich wollte jetzt mal zu exiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das nächste Spiel wird bestimmt wieder toll. Ich müsste wirklich bei Silver Dollar Games oder sowas, ich bräuchte mal ein Icon, was ich auf die Thumbnails mache, damit man gleich sieht, dass es sich um Schrott handelt. Und ist auch... Ich will jetzt nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss einfach weg. Ciao.